Okay, dann geht's mal los hier. Moin Leute und herzlich willkommen bei den Teenagers vom Mars und zu einem weiteren Microsoft Flugsimulator Video. Es ist das World Update 15 rausgekommen. Also hier so ein X und ein V. Ich muss kurz überlegen, wie man V macht. Und ja, es ist Nordics and Greenland. Wieder unendliche Details. Guckt es euch an, beziehungsweise ladet es euch runter. Ist natürlich kostenlos. Dafür lieben wir Microsoft, dass sie uns kostenlos so einen fetten Inhalt immer wieder präsentieren. Ja, und was natürlich auch dabei ist, neue Landeherausforderungen. Da fühlen wir uns einfach zu Hause. Ja, denn es ist eine ganz spezielle Landeherausforderung, noch nie da gewesen, mit einem Segelflugzeug. Das gibt mir die Hoffnung, dass es bald auch irgendwann Landeherausforderungen mit Wasserflugzeugen gibt. Es hätte ja jetzt zu dem Update gepasst, hätte ich mal gesagt, ne? Also ein Segelflugzeug in Schweden denke ich jetzt auch nicht als allererstes dran, muss ich sagen. Nee. Aber wir gucken, was das mit uns macht. Kurzes Intro und dann geht's los. Hauptsache, wir fliegen nicht wieder durch den All mit dem. Landeherausforderung episch. Ja, ist ja auch episch. Und dann ist es hier unten. Eckeby. Eckeby, wer kennt sie nicht? Wir machen mal wieder Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfängt, oder? Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnuck. Ich hab Schere. Ich auch. Ah, okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich hab Schere. Ich hab Papier. Darf ich jetzt bestimmen oder muss ich anfangen? Du kannst bestimmen. Okay, dann fange ich an, weil mir langweilig ist. Komm. Oh, der Anflug, der sieht gut aus. Der ist nämlich nur gerade. So deine Info. Ah, okay, okay, okay. Ja, wir haben eine DG Aviation LS8 18. Hey, DGD. Ich wollte es Englisch aussprechen. Simon. Ja, ja, ja. Ich gucke gerade auf die Top 10 der Welt. Ja, ich weiß. Und hat noch keiner 2 Millionen Punkte erreicht. Ja, ja, ich bin der Erste. Wir haben eine Chance. Ja, ja. Wir haben eine Chance, uns unsterblich zu machen. Aber meine Frage, wie bremst man denn mit dem in der Luft? Mit den Bremsklappen. Ah, okay. Weil das müsste aufgehen wie bei dem Betankungsflugzeug, der Rüssel rausgeht. Yo. Ich hab's gesehen. Wenn ihr das Video verpasst habt, schaut da gerne nochmal rein. Ja, da steckt der Philipp seinen Rüssel bei. Naja, alles klar. Ich klicke dann nochmal aufs Losfliegen. Es kann ja nur schlimmer werden. Alter, ich hab aber auch Flüge hier. Hauptsache die Flügel. In oder außen? Ich fliege von außen, der hat automatisch von außen gemacht bei mir. Okay. Hat der kein Cockpit oder was? Doch, doch. Es gibt Modelle, habe ich gehört, im Shop, die haben kein Cockpit. Ehrlich? Das ist, glaube ich, die C-17. Was macht der für Geräusche, dieses Flugzeug? Windgeräusche? Nee, der macht so. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, welches Flugzeug im Shop kein Cockpit hat. Dass man dafür Geld ausgeben kann, wenn das kein Cockpit hat. Ist eine ja Drohne. Größte Frechheit. Ich starte von außen, okay. Du auch? Nee. Ich habe von innen gestartet. Okay. Ja, ich habe es eingestellt in Einstellungen. Ich habe es gefunden, weil ich ja eh mal von außen fliege. Ernsthaft? Ja. Warte mal, wie macht man wirklich die Bremsklappen? Ah, da. Sag mal, wie weit weg ist denn der Flughafen? Ich kann doch sein, dass ich durch Abstürze oder keine Ahnung was. Bitte was? Durch Abstürze? Ja, PC und so, weißt du. Achso. Wie war das Abkürzel ESSC? Für was? Für den Flughafen. Wieso brauchst du das? Fliegst du wieder mit Karte? Ja, Entschuldigung, hab ausgemacht. Ja, jetzt hier Segelflugzeug, ne? Also. Ja. Wieder eine komplett andere neue Welt. Hat der eigentlich ein Fahrwerk, was man ausfahren muss? Ja. Ja? Doch. Ja? Ich kann kurz gucken, ja. Er hat ein Bugrad. Ah ja. Kommt das raus? Ich hole das schon mal raus, ja. Das kommt raus, okay, ja. Okay. Oh, wie weit bist du denn? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, wo der Flughafen ist. Ich auch nicht. Ich glaube, das ist die helle grüne Fläche hier vorne, oder nicht? Hä? Aber der hat doch nur gesagt, geradeaus. Wieso muss ich dann auf einmal hier eine Kurve fliegen? Ja, weiß ich auch nicht. Das ist der Anflug. Aber ich sehe keinen Punkt. Aber meine Smartcam sagt, wir müssen dahin. Bist du sicher? Nee, ich bin mir nie sicher bei diesem Spiel. Ja, jetzt kann man natürlich auch kein Gas mehr geben, ne? Nee. Das ist der falsche nämlich. Fuck. Nee, es ist ja auch kein Flughafen hier. Nein. Wieso höre ich denn auf dich? Wir können uns darauf einigen, dass diese Runde niemals passiert ist. Cut!
Landebahn 22. Ich bin auf Landebahn 1 gelandet. Das ist doch viel, viel zu weit weg. Okay, neben dem braunen Feld, okay. Da. Wo waren wir denn? Da ist irgendeine weiße Fläche. Ach, da hinten. Okay. Da hinten, ich sehe es. Ja, ESSC, habe ich doch gesagt. Habe ich doch auf der Karte gesehen. Ich glaube, ich sehe es, wo wir hin müssen. Dann sind wir ein Feld zu früh gelandet quasi. Jetzt gebe ich aber erstmal Gas auch. Bringt eigentlich der Schubhebel hier was? Also du könntest rein theoretisch, könntest du den Schubhebel natürlich auf deine Bremsen legen, weil die Airbrakes kommen bei einem Segelflugzeug nicht immer komplett raus. Die kann man so ein bisschen regeln sozusagen. Ich habe auch noch voll viele Drehknöpfe. Ich gehe kurz in die Einstellung und lege mir das auf den Drehknopf. Habe ich jetzt gerade Bock drauf. Okay, mach das. Ich kriege auch so hin. 1,5 Millionen incoming. Störklappen. Nicht jede Landebahn ist so grün wie das Gras beim Nachbarn. Störklappenachse. Aber die Flügel von dem Teil sind ganz schön gebogen, ne? Also, oh ja, das klappt. Ich kann die leicht reindrehen und rausdrehen. Cheatest oder ich kann die halt voll rein und raus machen. Nee, ich cheate nicht. Ich muss jetzt nur noch das Feld finden. Ah, ich glaube, das ist da hinten. Ich habe das Feld gefunden. Ich sehe sogar den blauen. Denk dran, das Fahrwerk rauszufahren. Das Bugrad. Das ist nur ein Bugrad? Ja. Hä, wo kam das denn her? Klar. Ja. Ja. Und? Frische Frösche unterwegs, glaube ich. Ja, genau. Falsches Video. Oh, Entschuldigung. Wer das verpasst hat, auch mal gerne. Ne? Ihr wisst. Das ist einfach reinschalten. Eine Seenplatte hier. Hier kann man schon gut angeln. Sind wir mit dem Segelflieger schon mal unterwegs gewesen? Mit dem jetzt? Nö. Ist das der, der vorne noch einen Propeller hat? Nee. Nee, ist er nicht, ne? Ist aber auch kein neuer jetzt, oder? Seit dem Update? Nee. Seit dem letzten Update, also mein letzten Update war, glaube ich, ein neuer. Ja? Ich meine schon, ja. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ja, du warst ja auch lost. Ja, ich war Urlaub. Ich wäre längere Zeit weg. So, ein bisschen die Trimmung hier runterholen. Warum ist denn der so extrem runtergetrimmt? Komplett Probleme. Was ist denn hier mit eigentlich Bodenrollen und so? Geht das auch? Das ist ein normales Flugzeug, also. Es ist noch nicht die Wasserlandung, die wir uns hier erwarten. Aber es ist schon der braune Streifen da, ne? Ja. 400 Fuß. Ah, ich hab Punkte. Oh, das ist cool mit den Störklappen so leicht reinmachen. Ja, glaube ich. Komm, dir fällt doch irgendwas ein mit Cheater, Anfänger, Profi. Mach ruhig. Wenn du besser bist als ich, dann kriegst du die um den Kopf geworfen. Ja. Nee. Man kann auch noch Wasser abwerfen, richtig? Wir sind kein Wasserflugzeug, ne? Ja, aber die haben als Gewicht haben die Wasser dran. Drin. Ja, das möchte ich sehen, wie du da die 1,5 Liter PET-Flasche von Saskia Quelle aus dem Fenster schüttest. Nee, die haben so einen Eimer, die müssen dann wie in so einem Boot, das gerade untergeht. Ah, ja. Stehen hier Kampfjets? Vorher der Landemann stehen Kampfjets bei mir. Ah, ja. Und, hast du auch schon Punkte? Nee, ich lande noch. Boah, die Landung war gar nicht so einfach. Es ist schwierig. Nein, ich habe keine Punkte. Bist du abgestürzt? Ja, ich habe Punkte bekommen. Ich mache direkt weiter. Hier, der blaue müsste das sein. Luftbremse, nee, der ist es nicht. Neigungstrimmung ist es auch nicht. Fahrwerk ist es auch nicht. Wasserballasthebel, hier. Habe ich jetzt mal abgeworfen. Und? Ich glaube, dafür gibt es keine Animation. Ach so. Wie ist das denn? Merkst du das direkt so leichter und so? Schnittiger? Ich würde lügen, wenn ich ja sag. Okay, dann hör auf. Wie viele Punkte hast du eigentlich bekommen? 561.000. Oha, das ist nicht wenig. Ja, war okay. Am Ende war nicht gut, aber okay. Ist ja auch immer mein erstes Mal. Ist man auch mal ein bisschen nervös. Oh yeah. Mein Gott, ey. Wie viele erste Mal-Witze hast du eigentlich in unserer YouTube-Zeit schon gebracht? In jedem Video. Die sind versteckt. Wer die findet und die Anzahl in die Kommentare schreibt, kann einen Gummipunkt gewinnen. Also E-Sex, weißt du? Eine Gummitüte. Oh. Fürs erste Mal. Typische Themen, die Segelflieger ja, klar, natürlich. In ja. sich haben. Ja, habe ich auch schon gehört. Die haben einen ganz eigenen Humor, habe ich gehört. Ja. Gar keinen.
Nicht so tief, Rüdiger. Achso. Nee, das ist ein Modellflieger. Das sind immer ganz spezielle Menschen. Hey, wird Zeit, dass es auch reinkommt, so Modellflugzeuge. Yo. Boah, das wäre cool. Ey, die machen voll viel in Boote, ne? Da sind so richtige Boote jetzt nochmal rausgekommen. Ja, ja, ich habe keine Ahnung, was das soll. Aber auch teuer, diese, ey. Wo dieser Trend herkommt, ne? Ja, echt. Scheiß Trend. Weißt du, was mich hier schon wieder stört? Nö. Diese Baumkronen am Anfang. Am Ende. Ne, am Anfang der Landebahn. Ja, am Ende des Fluges. Wir sprachen kurz aneinander vorbei. Ach so. Ja, natürlich am Ende. Mann, ey, das ist gar nicht so einfach. Ey, Leute, probiert das unbedingt mal aus. Das ist auf jeden Fall mal eine ganz andere Nummer als so ein normaler Flieger, wo man nochmal Gas geben kann und so. Ja, wir haben doch ganz viele Profis hier unter uns. Ja. Auch mal. Ach du Scheiße. Auch mal so einen Profi bitte melden. Bitte Nein! Melde dich. Nein! Ich drehe mich voll weg! Bitte melde What dich! The fuck? Bitte melde dich! Ich habe wieder keine Punkte bekommen! Ob das Punkte gibt, weiß ich nicht. Ich liege genau auf dem Blauen. Man sollte die Landeklappen vielleicht nicht noch aufhaben. Ja, ich habe weniger Punkte als gerade bekommen, aber 401 Punkte. Okay, machen wir jetzt letzter Versuch, oder was? Und jetzt letzter Versuch, ja. Alles oder alles. Gewinnt der ewige Herausforderer oder die alte Koryphäe? Wir werden es sehen. Kurz Werbung. Mein RTL. Haben wir Werbung, die wir machen können? Leute, wir können mal wieder Landeherausforderungen gegen die Community machen. Ja. Ja, schreibt da mal gerne in die Kommentare, ob ihr da Bedarf habt und Bock drauf habt. Oder wie wär's mit einem Neujahrsturnier? Neujahrsturnier. Könnte man machen. Da unten läuft eine Kuh. Simon? Hm? Simon, die Kuh? Ach so, nee. Mm-mm. Aber sonst, ja, Segelfliegen schön, ne? Ja. Ich hab heute, Landen schwierig. Ich habe heute die aggressivsten Sternzeichen übrigens gehört. Ich dachte, gegoogelt. Nee. Heute google ich mal aggressive Sternzeichen. Nee, wer am aggressivsten ist. Und oh, da gibt es ein Sternzeichen, das ist immer ruhig, immer gelassen. Aber wenn es einmal knallt, dann knallt's. Weißt du, welches Sternzeichen ich bin? Du? Ja. Nee, ich kenne mich mit Sternzeichen nicht aus. Ich weiß, was ich für Sternzeichen bin. Was bist du denn für ein Sternzeichen? Skorpion. Ah. Ja, die sind harmlos. Hm? Und du bist Löwe, richtig? Nee, ich bin Wassermann. Und Wassermann sind die gefährlichsten. Oh. Ja. Explosiv. Gefahr ist mein zweiter Vorname. Okay. Simon Gefahr Machete? Simon Maria Gefahr Machete. Kretschmer. So auf mein Ausweis. Okay, zurück zum Flugsimulator. Ja klar, wir fliegen ja auch noch. 2000... Ey, wann kommt 2024 raus? Oh, so gute Frage. Ich habe die Roadmap gesehen. Im Januar kommt wieder ein World Update raus. Und zwischen jetzt und Januar kommt noch ein Stadt-Update raus. Okay, fett. Macht das Sinn, ja. Das musst du die Leute fragen, die die Roadmap schreiben. Ja, hat ja Microsoft gemacht, nicht ich. Keine Ahnung, ich kann die schlecht fragen, ich habe keinen Kontakt dahin. Du hast doch voll mit denen gechattet. Tatsächlich habe ich mit Microsoft gechattet. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, warum. Stellt Vermutung an, ich bin gespannt. Schon wieder einiges an Scheiße bei rum. Draußen, glaube ich. Oh, das ist mies. Ich habe dreimal null Punkte geholt. Okay, habe ich ja schon gewonnen. Okay, ich habe mich einmal komplett gedreht. Zählt das trotzdem? Ich habe einen 360 hab gemacht. Habe ich gerade auch gehabt. Nee, ich habe Punkte bekommen. Cool. Oh, wieso habe ich... Ey, ich bin so gut gelandet. Ohne Scheiß. Schreibt gerne in die Kommentare, wie viele Punkte das gegeben hätte, wenn ich das Fahrwerk draußen gehabt hätte. Meine Gedanken waren wieder bei irgendwelchen... Simon, du hast mich abgelenkt. Ja, klar. Ja, einer muss da schuld sein. So. Aber ich gehe direkt nochmal rein. Aber das bleibt jetzt hier für die Offcam. Okay. Also, das werdet ihr nicht sehen. Wir machen nämlich jetzt ein Outro. Danke fürs Zusehen, Leute. Ja.
Wie gesagt, ladet euch das Word-Update runter. Richtig. Also, viel Spaß beim Nachfliegen. Schreibt mal eure Punktzahl vielleicht in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns auch in der kommenden Woche oder diese Woche. Ich weiß nicht, wann das Video rauskommt. Haut ihr rein. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Schauen wir mal jetzt, meine ersten Punkte hier. 465 hätte trotzdem nicht gereicht, wunderbar. Hallo, hallo. Oh. Ja, jetzt bin ich abgestürzt tatsächlich. Also, perfekt aufgehört.